Connected. User entered your channel. User entered your channel. Channel switched. User joined your channel. Guten Abend. Guten Tag. Hallo Tim. Hallo Uwe. Hallo. Ich könnte noch. Kann ich denn da eine andere Karte noch machen? Geht's überhaupt? Was für eine andere Karte? Ja, eine andere Karte für ein PDA irgendwie auswählen. Wie gehen das nochmal? Rechtsklick. Rechts am Maustaste und dann. Ah, Maps, ne? Christchurch. Ah, das ist besser. Oh, viel besser. Uwe, hast du Weihnachten gut rumgekriegt? Ja, Kilo schwerer, warum gekriegt? Kilo? Ja, war anstrengend. Ich bin sogar einmal Chin-Chin geflogen, aber das war nicht von Erfolg gekrönt. Das gestern. Frank, das gestern, was ihr geflogen seid. Ja. Das hat ziemlich langsam ausgesehen alles. Ich habe aber gesehen, dass du irgendwie online warst. Fetz war. Has disconnected, habe ich irgendwann mal gesehen. Ja, ich wollte als Spectre join, dann fiel aber dem Server auf, dass ich die Szenerie nicht habe. Ah, okay. Ja, erst der Schenkel ganz im Süden abfliegen, oder? Und dann irgendwann mal abbiegen. Aber die erste schon abbiegen, ne? Die zweite, ne? Was meinst du, Uwe? Die dritte, oder? Also eher die zweite statt die dritte, so meine ich's. Also nicht die ganz außen abbiegen. Die mittlere. Sondern die mittlere. Wo es auch am höchsten geht, oder? Ja. Ja. Dann müssen wir halt einmal nur springen. Also wenn man zu tief ist, muss man natürlich außenrum fliegen, aber... Guten Tag, die Herren. Ah! Fröhliche Weihnachten. Ja. Hi, Flo. Und geht's überhaupt bei dir, das Condor? Bis jetzt schon. Ich bin schon drin auf Server A. Ah ja, super. Ah ja, man sieht's, ja. F. Heisinger. Ja, nach der ersten Wende dann schon früh nach rechts auf diesen Haupthang oder links bleiben, also nördlich bleiben, dann runter. Was meinst du, Uwe? Ja, kommt drauf an, wie hoch wir das sind. Vielleicht müssen wir dann unten bleiben quasi. Aber ist egal, das Tal geht ja zum zweiten.
ganz schön viel, 310 Kilometer, junge Junge. Ja, und nicht viel Wind. Mensch, man muss kurbeln. Ja, auf alle Fälle. 15 km/h ist zu wenig. Bin aber kurz weg. Bis gleich. Uwe? Ja, Flo? Wie hast du das mit einer neuen 3 Virtual Reality Brille gelöst? Noch gar das... nicht. Ich habe so den mal ausgepackt. Nicht. Okay, alles klar. Ist immer noch im Karton. Ich glaube, das Problem bei der ist, dass die, wenn du das an der PC anschließt über das Linkkabel, relativ hohe Strom verbraucht. Und die nicht länger wie 3 Stunden am Stück durchhält. Okay. Langt es nicht das Laden am Strom? Ja, also es entlädt wohl schneller, wie es nachlädt. Doof. User joined your channel. Ja. Hi, Nico. Hallo. Muss mal gucken, ich hab das Ding immer noch im Karton, ich hab's noch nicht ausgepackt. Du greifst ja jetzt voll arm mit dem Ding. Nö, ich wollte eigentlich auf Konda 3 damit warten. Ja, von der Optik sieht es jetzt nicht so aus, als bräuchte ich eine neue Grafikkarte. Mal gucken. Nix. Ach, so ein Scheiß. Schon fast gedacht. Was denn? Ich habe keinen Ton auf dem Door. Bin noch mal kurz weg. User disconnected from your channel. User joined your channel. Hallo, hört ihr mich? Ja. Ja. Okay. Ja, mein Dongle da ist kaputt gegangen von meinem, also mein USB von meinem Headset. Jetzt geht es nur noch so eingeschränkt mit dem Bluetooth. Wollte ich mir das neu bestellen, da kostet es 70 Euro. Allein das Dongle. Kabel funktioniert? Und? Nee, Kabel geht dann nicht mehr. Ich hab's jetzt so, dass ich
Condor auf Lautsprecher habe. Das Headset, also das Teamspeak habe ich auf dem Headset. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie piepst, wenn ihr mich hört. Naja, alles gut. Das bin ich jetzt nicht. Hey, ist du Nico? Oh. User joined your channel. Hallo Helmut. Hi Helmut. Ja, alles, danke. Alles Gute zu Weihnachten nachträglich. Dein Bruder versucht auch zu connecten, Franz. Ich weiß. Ich kenne ihn aber nicht. Ja, mit Welle war ja nichts mehr. Ja doch, am 24. oder 25. hätten wir schon Welle fliegen können. Ja, fliegen. Ja, aber auch mit Wolken oben drüber, ne? Das war so eine Abschirmung drüber. Ja. Ich habe dann aber abgesagt, weil ich gedacht habe, das regnet die ganze Zeit, aber es regnet nicht. Ärgert. Das bei uns hast du mitgekriegt, das vorher. Das war ja geil. Was denn? Ja, der Klaus ist direkt vom Flugplatz gelandet. So. Hat es 6 Minuten geflogen im Schlepp. War das alles zu heiß, dann wollte er zurück an den Platz. Dann war es aber zu tief, dann hat es geregnet, hat er ausgeklinkt und ist dann immer an den Platz gekommen. Dass nichts kaputt gegangen ist. Und der Dr. Kaiser, da ist irgendwann Heidelberg, da hat sein Motor nicht angekriegt. Und das Fahrwerk nicht raus. Und der Alex mit der 19 und der Sebastian Glück mit der DG1000 ist in dem Weihnachtsmarkt. War sozusagen voller Erfolg. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es so ein, also das hat ja überall geregnet, dass es so einen Tag gibt, wo die sich überall verteilen. Ja, ich habe mir das schon gedacht, ich war ja in der Werkstatt, ich habe ja eine Flieger fertig gemacht. Dann habe ich schon gedacht, okay, mit Welle, das tut nicht, und dann irgendwie kam eine Idee mit den anderen. Ich habe gedacht, Leute, es regnet, ein Hang, das wird nichts. Ja, ich habe zu den Flugschülern, die wir hatten, gesagt, wenn der Uwe nicht fliegt, dann brauchen wir nicht aufzubauen. Schau nur. Jetzt ist es. Hallo, hallo. Ja, was hört es? Ja, das stimmt ja.
Du bist abkackt eben gewesen die ganze Zeit, ne? Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das an dir liegt. Ich glaube eher, das ist so eine Serverseite. Irgendwie disconnecten wieder. Ich weiß nicht, ob da irgendwas. Und die Pings sind auch hoch. Bist du schon in der Luft, Frank? Nee, ich stehe noch an der Stadt. Gerade schon sagen, da stehen ja zwei Reihen, aber. Ja, habe ich auch schon gedacht, das ist vom neuen Update, aber das sind. Was ist das, eine K6? Hier stehen 21. Und ein Twin. Zwei Twins, drei Twins. Der berichtet mir die ganze Zeit von der Dart-WM. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das erste Stück wird auch schon spannend irgendwie. 500 Meter ist nicht so hoch zum Abfliegen. Oh, muss halt gleich mal hoch machen. Ja. Also ich bin jetzt in 2000 Meter, muss ich die erste Wende langsam flochen und wenn ist das schon recht niedrig. Wenn du danach furcht, wenn du tief bist.
Ja, das Server hängt ein bisschen, ne? Ja, ja. Kommen auch manchmal Leute nicht drauf, habe ich das Gefühl. Maya versucht die ganze Zeit. Die Karte. Ja, hast recht, ganz schön tief. Ja, dann kann man vielleicht ganz außen rum fliegen. Oder quasi so Kurslinie bleiben, am See vorbei, da oben drüber und dann das Tal durch. Sehr schön, Luft. Also einen Flugschüler kannst du da nicht ne, fliegen lassen.
Mache ich es gar nicht auf dem Server. Nö, es gibt ja drei. Ich wollte eigentlich bei dem Stalken auf dem Channel. Der wird wahrscheinlich eine halbe Stunde später fliegen, nur ich gucken, dass alles klar geht. Hallo Helmut, also ich flieg wieder weg. Steht eine neue. User joined your channel. Guten Abend. Ah, guten Abend. Hallo Jan. Hast noch 10 Sekunden. Ja, ich bin guten schon Abend. Auf Server B. Ah, okay. War kein Platz mehr auf A. War vielleicht besser. Der ziemlich lahm alles. Ah, okay. Ich muss eh nochmal landen und restarten. Wo ist das Regatta? Aber ich habe schon mit Ja geantwortet, als mich jemand hat. Achso. Stelle ich den Flieger denn ab, dass ich nochmal starten? Ob einfach da zu den Schleppmaschinen rollen gleich, wa? Auf dem Flugplatz halt, ne? Ah, okay. Hier keiner mehr hinter mir. Direkt ausklinken. Ich kurbe direkt neben dem Flugplatz am Hang mit so 3 Meter. Ich weiß. Woher? Bist du da auch? Weil ich unter dir kurbel.
Muss man denn einmal abgehoben sein? Oder ist das egal? Für was? Dass man restart? Nee. Du musst einfach ganz einfach ausklinken und rausrollen. Ach. Wo bist du? Am See in 2-3. Vom, ja, nördlich ran vom See. Ich warte noch mal kurz weg. Bei euch schon Race in? Bitte? Ja, aber noch eineinhalb Stunden bis Abflugschluss. Da würde ich bestimmt wieder ganz zum Schluss abfliegen. Ja klar, du nicht. Ich glaube, hier mit der kurzen, mit dem Kilometer Sicht ist es egal. Ja. Ein bisschen warten kann man ja, das ist ja nur irgendwas, ne? Ja, ein. 13.3. Nico ist schon los. Ja, ja. Blick mal da zum südlichen Zipfel der Abfluglinie, da steht eine Wolke. Guck, die geht. Ah, Flo ist über mir. Ja. Es gibt noch einen Schuljetango, der heißt Teteteris, Teneris oder so.
Franz, wo bist du? In Abflurkohlen erschien beide. Mit 3 Defense einmal. Noch vor der ersten Kräte, die da reingeht. Danach eher nördlich auf Flurge wahrscheinlich, ne? Ne, so weit im Süden wie es geht. Okay. Ja, würde ich auch machen. Franz, bist du bei der Sabine? Da gibt es doch irgendwie einen Wendepunkt namens Sabine. Keine Ahnung, Frank. Ich weiß nicht, was du genau meinst. Na, ich guck mal, ob ich dich da finde. Ja, good luck, Tim. Thank you. And good luck to you. Yes, good luck. Bang. Ja, wie siehst du das, Uwe? Ganz südlich abfliegen und dann den Hang entlang oder eher nördlich dann die kleinen Vorkräten entlang? Ja, ich werde schon gerne in dem Tal bleiben. Schon südlich? Ja. Also ich würde gern südlich und dann an dem Hang gleich hoch machen. So, dass da halt einer Folge steht und dann direkt am Hang südlich hoch machen und dann oben lang paddeln. Jo. Wo bist du? Ich bin 12 Kilometer auf Kurs beim Sandor. Ist das Sandor schon los? Sandor ist, glaube ich, schon los. Der kurbelt da im Süden bei der Sabine. Boah, der geht mit 5.
Server geht weiter. Komm mal zurück. Jo. Also da kommen jetzt schon einige. Also ich bin schon ein paar abgeflogen. Ja. Aber der Sicht ist echt wurscht. FZ und der GSA. Ja. Eins JK. Komm nochmal zwei. Gut, wer das ist. Drei. Der HI. Ricardo ist unter mir. Der Nikado ist eben ab. Ist da, ah, du kommst mir gerade entgegen. Hallo. Na komm, dann gehen wir auch gleich. Jo. Also die Wolke, die da jetzt leider schon ins Lee ist, die ging so mit, ich würde sagen, 4 bis 5. Wäre gut gewesen. Der Weg. Wo ist der Flo? Bin gerade los. Oh. Dann gehen wir halt auf. Na, euch direkt jetzt. Okay. Das ist der Nico im Dach. Die könnte da ganz gut sein, wenn ihr noch ein bisschen zum Hang wandert. Ja, Ausschläge bis 5. Da können wir mal ein paar Kreise drin machen, wenn man abgeflogen ist. Und Quatsch. Dann gleich los, wenn ich Abstand habe. Ja. In rechts von dir, geh auch gleich los. Wir verlieren wahrscheinlich eh gleich. Mal die Klappen. Sechzehn Hundert, ne? Oh. Guten Abend nochmal. Ne, 1500. 1500. Oh, noch so. Tiefer. Kette. Geht zur Wolke.
Kopf, wenn los. Ich auch. Ich starte jetzt. Dicky. Oder Lovichok und das. Dermic war moderate, oder? Ja. Drei, vier habe ich. Naja, ich bin bei dir im Bad, sehe ich auch. Geh weiter. Wollt noch rennen euch. Dass man da vorne bequem drüber kommen, ne? Ja. Ah ja, bin auch weg. Ist hier noch einer auf dem Server B, der auch im Teamspeak ist? Anscheinend nicht. Ja, okay. Egal. So, jetzt die Frage, ne? Ist er wirklich... Ich würde sagen... Fahrt aus. Du meinst, ich würde aber rechts, oder? Ja, ja. Meine ich ja. Also direkt Kurs. Ja, genau. Also schön hier die Kanten noch mitnehmen. Und da kurbelt ja einer den. User entered your channel. Oh. Hallo? Ja. Ah, ich dachte. Ich wäre weg.
Irgendjemand hat geändert. User left your channel. Okay, re-entered. Wie hoch ist das da, wenn ihr abgeflogen seid, dieser erste Kamm da, wo man drüber muss? Das sehen wir noch nicht, aber vielleicht etwa 1800, 1700. Okay. Seid jetzt der zweite, der gerade runtergeflogen wurde? Oder fliegt er die runter? Nee, wir fliegen direkt, sehen wir es. Ah, okay. Bist du die zweite runtergeflogen? Ja, genau. Da wären es dann zwei. Aber hier dann ab, hier dann links, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich würde geradeaus fliegen. Wirklich? Okay. Okay, dann. Weil das hört aber dann halt irgendwann auf und so sind wir halt die ganze Zeit am Hang, ne? Wenn wir jetzt da links fliegen. Ja, schon. Aber auch ein ganz schöner Umweg da unten rum. Ich gehe da links, also ich würde da links gehen jetzt. Ich wollte auch so fliegen, links rum. Ja. Dann müssen wir aber langsamer fliegen und oben bleiben. Oben ist doch immer Hang. Noch oben. Vorne, rechts weiter oder oben dran? Also eher loofseitig noch oder hier oben bleiben? Ich glaube rechts, oder? Ja.
Auf das überzeugen gehen, tut aber nicht da haben, ne? Nee. Aber es geht zumindest einmal nicht runter. Wie hoch bist du? 1000, und du? Ah, 1800. Kilometer wie viel? 85 zu. Okay, du bist dann anscheinend vor mir. Wo? Im Hang entlang. Wo bist du? Moment. Kilometer ist 69. Ich glaube, ich bin ganz Stück weiter westlicher wie. Ich sehe uns gar nicht, Wahnsinn. Und du wieder. Ich müsste also drüber kommen. Fädel, ich pack dich ein auf Kurs. Wo bist du jetzt genau, Uwe? Kilometer und Erie? 78. Oh. Das ist südlich von der Kurslinie. Wiesel. Das ist krass, wie ich so eine Kurslinie. Ich bin jetzt Kilometer 80. Ich habe jetzt noch ein Grad von mir, dann ist das Tal des Tarwindegäder. Ich habe jetzt so drei Wolken vor mir, vor dem Pass.
glaube, wir haben uns verloren. Naja. Ah, wir sehen uns wieder an der Rente. Irgendeiner ist da. Ah, VN1. Jetzt über diesen großen Pass drüber. Ich bin 1800 Kilometer. 70. Okay. 69. Ja. Ja, einmal ganz am Anfang. Oh, was? Ist einer an mir vorbeigebrettert. Wer ist denn das? VM1. Wer ist denn das? Was muss nicht. Darf der das? Ja, du musst ihn langsam fahren. Ja, also, 3 Kilometer vorne dran. Ich bin Biering jetzt 243 in die Uhr.
4 Ring, 235. Machen wir jetzt wo? Nach Norden. Nach Norden. Ja, ich bin jetzt ein bisschen rechts. Was, also jetzt Richtung Norden, Richtung Koswien. Wie hoch bist du, Uwe? 1300. Kilometer? 52. Jetzt müssen wir uns gleich wieder sehen. Jetzt auch in dem Tal. Kilometer? Jetzt auch 52. Genau, 1800. Nee, nee. 710 Kilometer weit weg. Thank you.
richtig viel Thermik hatte ich noch nicht. Makers. Mal gucken, ob ich euch irgendwann mal sehe. Franz, wie geht's dir? Hab gerade gewendet. Okay. Ja, nicht schlecht. Mal gekurbelt unterwegs, was Vernünftiges. Ja, aber nur dann, wenn es wirklich gut war. Also irgendwas mit 3 oder 4. Ich war relativ hoch die ganze Zeit. Also das irgendwie vernünftig an. Ah, da entsteht was Neues. Ja, neben der zweiten Wolke. Ja. Ja, was irgendwie komisch. Noch die Peter Wanderhang. Ja, in einer halben Stunde steht sie nicht. Bist du da gerade auf die zu? Nach dem Vorschlupf? Ja, aber nicht gut. Bist du, Flo? Im Moment? Kilometer 15. Oh ja, wie gleitet die VM1 besser? Ich verstehe es nicht. Das Fahrwerk draußen.
Hi, Flo. Ah, ich sehe dich, glaube ich, hochziehen, ne? Ja. Bis Nico. Bist du nicht ein bisschen hinter mir sein? Ich bin jetzt, habe jetzt 24 Kilometer auf die Sendung. Das sind 20 Spurwinkel gerade. Mal weiter, oder? So, wie hast du den? 2,5. Jetzt 3,1, nur von mir aus. Bist du jetzt vor mir weg oder bist du... Vor dir weg. Okay. Jetzt gleich, ich geh mal ein Stück den Hang entlang und dann rüber. Jetzt rüber. Thank you.
Meine Flugstone. 220. Kommen da uns links schon wieder Weltraumhang entgegen. Ja, ja. Uns liegt kein entgegen. Xin. Noch einer. Ja, da blitzt überall, da kreisen auch jetzt welche ein. Kurz davor, ja. Oder in India. Warum eins bleibt in deiner Spur? Folge könnte passen beim Rückweg, ne? Ja. Ah, der Herr Kreisinger, guten Tag. Ach, guten Tag. Ja, dann hi. Was Neues auf den Wänden. Ja. Passt aber, glaube ich, nicht mehr mit der Entfernung. Ja. Bei dir, der Helmut. Ah. Mhm. Ah, hallo. Ja. Helmut, dann mach jetzt mal hier einen guten Bart aus. Ja, ja, ich hab gerade die erste. Und gerade die erste Wende. Ja. Ja, mit der Wolke könnte es jetzt passen. Bist du dann nach rechts rüber oder geradeaus weitergeflogen?
Ja, ich bin gerade rechts von blauer Linie. Ah, okay. Mhm. Ich denke mal, da hochmachen wäre schon nicht schlecht. Ja. Weil entweder da fliegt man dieses Tal durch, wo wir jetzt fliegen. Mhm. Oder ja, dann müssen wir halt den Umweg dann später fliegen, ne? Und den dann enorm, also stärker wahrscheinlich, ne? Oder wir gehen halt dann da rechts. Wenn wir hoch genug kommen, können wir dann rechts fliegen. Ja. Heil mich mal, dass der Bart noch da ist. Ich sehe drei Kurbeln hoch. Ja, ja, stimmt, ja. Ein bisschen höher sind. Aber eine schöne Szenerie eigentlich, ne? Ja. Ja, der Fox 9. Ja, schnell wie das reicht. Moment mal so, aber ein Ausschlag bis hier. Ah ja, hier kommen wir, ja. Aber rund wird es nicht. Sagen wir, kreuzen dann rüber, ne? Nach rechts. Ja. Ja, vorne dran ist noch einer im Stand. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Geht da ganz was sagen. Wenn wir weiter können. Ja. Ja, das war zu schwach. Ja. Geh noch ein Stück links und dann rechts rüber, ne? Oder jetzt gleich schon rechts? Stellst du gleich. Ja. Ja, schlecht.
Aber das erste links, ne? Nicht das zweite. Ach so, ja klar. Ich will aber hier jetzt erstmal ins Lied. Okay. Also das Flusstal halt entlang, ne? Wie immer. Die sind so Gebirgen halt so ist. Ja, aber dann müssen wir langsam auch schon hoch machen, weil das müssen wir ganz hoch beenden. Eine schöne Wolke, die noch dann mal gucken. Da sind eigentlich drei, aber die sind alle schon am hinteren Anschlag. Gut, ich fliege halt nicht so schnell. Wenn es euch was bringt, Kilometer 25, 4,3. Linksrum. Ja, könnte sein, weiß ich, ja. Leicht nördlich von der Kurslinie. Ach so, nee, da sind wir nicht. Ja, nee, wir sind jetzt leicht südlich. Wie viele Leute sind denn auf deinem Server? Aha. Zehn Kilometer vor der Wende, jetzt mit 3,7. Okay, wir haben noch ein paar Kilometer. Hier kommt was, Uwe? Aber nur 2,5. Wie hoch fahren's? Ich bin jetzt in 1400. Ja. Angekommen in 900 oder so. Ja, ich bin 10 Kilometer hinter, aber fast 1000 Meter höher. Und gucke. Flo macht's halt. Ja. Ja gut, der Bader geht jetzt mit 4,8, dann macht man natürlich mal hoch, ne? Ja. Schade jetzt nicht heute, ja.
geht ja hoch, oder? Ja, leicht. Haben wir bei MacReady 0 schon Landflug? Nö, nee, leider nicht. Wolke da vorne, die entwickelt, ich weiß was nicht. Ja. Ging halt jetzt mal nicht so schnell, sind wir am Ende auf 2000 Meter. Dann steht auch danach, glaube ich, noch eine Art 2 oder ist das gut? Das ist nicht. Ja. Wollen wir hier rechts, links oder an die Wolke? Ich würde an die Wolke. Ja? Immer sitzen der Weide. Ne, rechts, links. Ja? Ja. Wir sind ja eigentlich. Wir sind die Wände. Moment. Das ist hier. Wir müssen eigentlich rechts, links, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja. Ja, rechts, links. Wir machen keinen Scheiß. Und was Neues. Ja, sehr gut. Und Pumps verwendet. Kilometer 3. Wo? 2,1. Ohne Wasser.
Bitte. Ich hab kein Wasser mehr. Dann sehen wir uns gleich. Ich bin jetzt 2,5 Kilometer 10. Alles getrunken? Ah, die steht schon wieder falsch, glaube ich, oder? Mal gucken. Ja. Ja, ich bin drüben. Sind falsch geflogen. Ja, das sind auf Kilometer 8,5. Ja, kommt der gerade weg. Das sind aber, glaube ich, sind südlich geflogen. Lang entlang. Doch, scheiße. Wie hoch seid ihr denn jetzt? Jetzt sind 100. 1700. Nein, ich bin 2,2. Bist du deutlich höher? Ja, und die Projekt hat mich 2,827. Ja, 300 Meter höher wäre besser. Stimmt fast immer. Außer es ist ein Luftraum drüber. Stimmt. Bend mal und geh an die Wolke. War nett, wüsste ich noch nicht. Wahrscheinlich nett. Da kurbeln welche. Oh. Der Wolke. Abgewendet, geh mal dahin. Boah, ganz schön viele.
AL1. Gut, Uwe. Hi, Franz. Hallo. Das ist nicht schlecht, ne? Der ist gut. Kilometer wie viel? 61. Helmut, hast du schon gewendet? Ein Kilometer noch. Jetzt habe ich gewendet. Wenden, wir kurbeln kurz nach der Wende. Ganz genau, oder? Ja, ich bin aber praktisch bis zum Anschlag. Auch keine Linie eigentlich. Wo jetzt gleich so hoch leichtes Teil werden, was meinst du? Ja. Also den Grat so schräg Richtung Nordwesten. Genau. Wie würdest du weitermachen? Nordosten den Hang oder? Jetzt erstmal nach Norden, da geht das noch ein bisschen nach Nordosten. Ja, durch dieses Tal, wo die Straße führt. Ja. Geh mal weiter.
Oder jetzt hier dann gleich rechts, links rüber. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so richtig erkennen so auf der Karte. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin auch nicht so oft hier, aber ich glaube, wenn man das Tal dann ein Stück entlang fliegt und hin und links ist. Ja, auf jeden Fall mal keine Querung dabei. Nach der zweiten Wende. Ja, ich krieg mal da lang. Und was Neues, weil wir sind jetzt weg. Ja, das ist aber im Tal, ne? Ja. Ich glaube, da hinten kommt Besseres. Ja, wir müssen dann da noch ein Stück lang, dann da nach links springen. Ja. Da kommt eine neue da vorne. Oder zumindest mal sieht es so aus. Ein Kilometer 51 in Kurven, knapp 3 Meter. Ja, das okay. Kommt wahrscheinlich da vorne an den Wolf. Ja, ich sehe ihn, glaube ich. Da kurbeln mehrere, gell? Ja, der TP ist da. Ja, mit meiner Seite kann man nicht mehr. Ah, da unten ist der Nico. Oh.
wir da hoch sind, würde ich dann hier kreuzen. Nach links, ne? Ja. Panzer sind schlecht, ne? Wo seid ihr Kilometer, wie viel? Ja, trotzdem noch hoch, ne? 36. Ja, wir müssen aber auch hoch sein, da für die nächste Wende. Hallo, okay. Da war doch nichts. Jetzt, wir wollten noch was von Englisch nach links. Ja. Hier gibt's vier. Auch weiter. Geh weiter. Kilometer 47. Ja, sieht gut aus. Mit ein paar Metern im Moment. Wird aber, glaube ich, noch besser. Was du einem eingekreist? Ja, noch ziemlich durcheinander. Oh, 8 erster Kreis, 2,9. Das hört sich doch mal gut an. Ja, ich muss weiter.
nach viel längerer Reise 3536. Geh weiter, von oben. Lassen. Also beim Ausleihen waren wir mit Macready 0 zu Hause. Okay, danke. Aber mit 2,5 fehlen noch 1200. Ja, das war auch nicht unwichtig, hier ein bisschen Höhe zu haben. Ich werde nämlich jetzt ein bisschen strukturiert. Ganz rechts vor einer Kurve, wenn Sie, ne? Okay. Gedacht, Sarah, dass der in der Flucht dauert, oder? Ich weiß nicht, ob mir das Land ohne Wasser noch so schnell fliegen muss wie die. Hab schon. Hoch genug machen. Der Umweg nach rechts tut uns fast nett, oder Uwe? Was meinst du? Keine Ahnung. Bin schon Hang gegangen. Ja, weiß es nicht. Wir sind jetzt das ganze Tal eigentlich durchgeflogen, wir waren lauter gute Berg. Ja, doch, wieso rechts geh ich schon. Können aber die Wolken mitnehmen, ne? Wir müssen halt davon an den Hang, ne? Ja. Ja, dann machen wir das. Was ist los? Ach so. Und das kurz nach Weihnachten. Mein Rechner kommt. Minus 800 auf mit 3,0. Da ist eine neue, ne, bei der kaputten. Na komm, weggehen wir da vorne, die geht auch noch. Ne? Sollte so sein, ne?
sind zwei neue, ne? Eine rechts, eine links. Ja, ich bin jetzt ein bisschen links geflogen zu der einen Dicke noch und gehe dann nach rechts diesem Hang unten entlang, diesem Leuchten. Ah, da kurbelt einer. Echo Kilo. Ach da, ja, da bin ich schon dabei. Schon gewendet? So. Nein. Bist du schon an den neuen? Bin gleich dran, ja. Oh, bis morgen. Ja, ja. Morgen ist gut. Ah ja, ist richtig wieder. Ja, hier ist 1000 Meter oder so. Erstmal ausschlägen bis 4. Geh dann an den Hang da, den vorgelagerten. Die Wolke noch mitnehmen, Feuer. Genau, ja. Ah, da ist der 4MS und der EK. Kurbel dort der 4MS. Ja, das sollte man vielleicht hochnehmen. War's gut. Ja, unrund, aber... Strecke bis 5. Ja, an die Wände.
Franz? Ja. Auf der nächste Wende. Gibt es da nochmal einen Wendepunkt oder ist da ein Ende? Das war dumm. Es geht noch ein Stück nach Süden dann, ne? Geht dann noch ein Stück nach Süden. Brauchen wir auch ein paar Meter, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf Kurs, glaube ich, die Wolke an den hintergeladenen Hand, ne? Das war ein bisschen weg, aber könnte passen. Kleine, ne? Wurde sich gerade entwickelt. Oh, die schaut auch nicht schlecht aus, ne? Ist der Hang entlang oder an die Wolke? Hang. Ja, jetzt hab ich verwendet. Wie hoch? 3550. Oh gut, dann ist er gut 10 Kilometer von der Grund. Seid ihr jetzt, Flo? Kilometer 30. Wie lang ist denn das letzte Stück noch? Kann man das für jemand sagen? 14 Kilometer. Ja, gut. Ja, dann. Braucht man nämlich viel. Aber nicht so gut, ne? Da war's, Mensch. Ja, aber wo weiter? Ach, du hast ihn schon noch ein paar Wolke. Ich geh mal weiter.
aufgewendet. Bei die 1 habe ich jetzt ein 17 Meter plus. 1,2 sogar. Wie hoch bist du? 16,50. Wow, bis dann 100. Ach, du bist da oben. Da bist du ja über. Schon gesucht. Mit einer? Bei der ersten oder was? Mhm. Sehe ich nicht. Oben, unten? Ja, als du. Das ist nicht schwer. Längskreis. Wird aber wahrscheinlich, der steht ja im Lee, das ist ja nichts, oder? Naja, mal gucken. Dann die links weitergehen. Ja, geht auch weiter. So, jetzt müssen wir mal kurbeln. Rotet einer rechts an der eine weiter. Jetzt machen die. Ja, den fette Klotz da vorne müssen wir auch noch irgendwie drüber, ne?
bekloppt. So, wie redest du mit dem Franz? Nee, dem Berg, den ich das soll. Ja, der Franz, ja. Ja, Franz, was meinst du? Links rum, ne? Oder rechts rum, nee. Wenn ja. du hoch genug bist. Und gut hin? Nö, nur eine Seite. Geh zu dem da und nach rechts. Ah, ich hätte gleich ganz rechts bleiben sollen. Glückwunsch, Tim. Thank you. Vielen Dank. Ja, Glückwunsch. Super. Konkret. Aber gehen, ja. Weg. Ah, der Franz. Gut, Franz. Nicht besonders, aber für mich reicht. Okay. Vorschläge bis 3,5, 4. Tim, welcher MacReady-Wert reicht denn für nach Hause? Ja, hi John, ja, der Lizenz. Mein Liebling ist fertig, so. Jetzt geht's nach, die Senkt. Auch gut, nett zu dir aus. Kannst du da Auskunft geben? 2.7. Ah, 2.7. Ah, 2.7. Okay. Ja. Ja, Vic did very well. Okay, John. Jamen, det vil jeg lige tjekke ud. Nordic Gliding, det er faktisk et rigtig godt svæveflyvemagasin. Geh mal los, MacReady 3. Kommst du da drüber? Ja, ich bin hin rum geflogen, ja.
Was heißt hinten gut, rum? Südlich rum, was glaube ich ganz gut war. Südlich? Südlich, ja. Ist dann so Kette südlich von dem Berg vorbei, wo genau Richtung Wende spricht. Okay, danke. Also mit südlich und mit Klotz rum. Ja, genau. Ja, man, John, det er jo det, jeg altid har sagt. Man bliver nødt til at flyve hurtigt mellem boblerne. Og jo mere sti man forventer, jo hurtigere skal man flyve. Ja, det skal nok passe. Der er en EB29 i Nordsjælland. Den er dyr. Nu er det så 18 meter klassen, jeg har fløjet i dag. Oh, wir hätten vor 5 Minuten ankommen müssen. Ja, man helt sikkert. Hvor hauptsache überhaupt ankommen? Med 1000 meter, John, der kan du hygge dig længe i luften med sådan noget. Ja, 2,5 millioner. Det er mange penge. So, I'll say bye for now, and I wish you good luck, and see you guys tomorrow, maybe. Yes, see sure. You tomorrow. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Ja, der røg så lige den vinge. Det må jo være 1,25 millioner. Angekommen. Ja, Grunsch. Ah, super. Danke. Disconnected.
John, det hørte jeg godt. Der var et propelfly ved Roskilde, der var nødlandet i vandet. Endnu en god grund til at flyve sævefly. Jeg siger godnat, John, og sov rigtig godt. Og godt nytår til dig også, John. Tak fordi du kiggede med.